so wie Grönland heute, waren ganz Nordeuropa und auch das Alpengebiet während der Eiszeit unter dicken Eismassen begraben. In jahrtausendelangen Kälteperioden hatten sich die Schneeniederschläge bis zu 3000 Meter hoch angehäuft und in Gletschereis umgewandelt. In eine Wüste aus Eis und Schnee. Wie konnten sich in Europa solche Eismassen ansammeln? Vor etwa 2 Millionen Jahren wurde das Klima merklich kühler. Eine neue Epoche der Erdgeschichte begann, das Eiszeitalter, das Quartär. Die Temperaturen sanken, nicht nur in den Polargebieten, sondern auch in den gemäßigten Breiten. Die Niederschläge fielen das ganze Jahr hindurch als Schnee. In Nordeuropa begannen die Gebirgsgletscher zu wachsen, in Island und in Skandinavien. Nach und nach vereinigten sie sich zu einem zusammenhängenden Eisschild, das immer dicker wurde und sich immer weiter ausdehnte. Das nordeuropäische Inlandeis entstand. Auch in den Bergen Schottlands und in den Alpen wuchsen die Gletscher zu Eisschilden zusammen. Weil immer mehr Wasser zu Eis wurde, sank der Meeresspiegel ab. Darum wurden die Landflächen immer größer. So zog sich das Wasser aus dem seichten südlichen Nordseebecken zurück. Und auch der Ärmelkanal fiel trocken. Das Eis breitete sich über das Gebiet der Ostsee und der Nordsee aus und vereinigte sich im Westen mit dem britischen Eisschild. Das Nordseebecken südlich des Eises wurde trockenes Land. Ganz Nordeuropa war schließlich von einem mächtigen Eispanzer überzogen. Er war stellenweise an die 3000 Meter dick.